In Mailchimp ein PDF einfügen, und zwar das Richtige. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich klicke hier auf diesen Text, auf Bearbeiten. Hier will ich einen Link hinterlegen auf ein PDF. Also ich markiere den Text, gehe hier auf die Kette und verknüpfe das mit einem File, also mit einer Datei, also nicht etwa Webadresse, sondern hier zu unterst File. Und jetzt bin ich im Content Studio und ich sehe, das sind offenbar Dateien, aber ich habe gar keine Vorschau. Wie kann ich nun wissen, welche Datei die richtige ist? Ändern Sie hier oben die Vorschau, also Toggle List View. Und jetzt steht hier, das ist Ausstellung PDF, Sommernacht PDF, es geht weiter PDF und jetzt kann ich das Richtige auswählen, klick darauf, Insert, also einfügen und den Link hier brauche ich nicht einmal, Insert nochmals und Save and Close, also speichern und schließen. Nun ist das Richtige hinterlegt und wenn ich auf Vorschau gehe, Preview, Enter Preview Mode, dann sehe ich Flyer herunterladen, klick darauf und das PDF öffnet sich. Das war's.